Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Bad History. Heute haben wir einen eher unbekannten Film am Start. Sniper Special Ops mit Steven Seagal. Der Film hatte ein Budget von 5 Millionen Dollar, wurde produziert von Fred Olen Ray, der Meisterwerke wie Super Shark und Evil Toons produziert hat und ja. Mit dabei waren unter anderem auch Van Damme, also Rob Van Damme, der Wrestler, nicht Jean-Claude Van Damme, und B-Movie-Stars wie zum Beispiel John Henry Richardson, Tim Abell und Paul Logan. Nicht zu verwechseln mit Logan Paul, der eine Leiche im Wald abgefilmt hat. Und ich muss hier die dezente Frage stellen: Habt ihr eigentlich den Arsch offen? Seid ihr eigentlich total geisteskrank? Wenn ihr diesen Film gesehen habt, müsst ihr euch diese Fragen stellen. Denn, boah, dieser Film ist auf eine Stufe zu stellen mit Battlefield Earth und Daniel der Zauberer. Wirklich, das hier ist ein wirklich schlechter Film. Steven Seagal, obwohl er auf der Box hier abgebildet ist, kommt im Film maximal, keine Ahnung, 10 Minuten vor und die meiste Zeit sitzt er nur oder schießt blöd durch die Gegend. Des Weiteren, in der meiste Zeit des Films passiert fast gar nichts, wirklich. Die meiste Zeit passiert fast gar nichts und die Dialoge in diesem Film. An einigen Stellen dachte ich, ich gucke die nackte Kanone anstatt eines ernsten Kriegsfilms, denn wirklich, die haben das hier ernst gemeint, aber es wirkt einfach so komödiantisch an manchen Stellen, das ist einfach nicht auszuhalten. Dieser Film ist wahr furchtbar. Dieser Film verdient den Filmknast. Das war's dann auch wieder mit diesem Film. Bis zum nächsten Mal.